Ja, grüß dich, Katja. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir so einen ganz kurzen Moment Zeit nimmst, mal meinen Interessentinnen und Kundinnen zu erzählen, was du denn so mit mir erlebt hast. Ganz kurz zur Erklärung. Katja und ich, wir haben schon mal zusammen gearbeitet. Und ja, die Katja hat mir auch ein ganz, ganz tolles Testimonial geschrieben, was auf meiner Seite zu finden ist. Dem aber nicht genug, habe ich die Katja trotzdem gefragt, ob sie Lust hätte, ganz kurz mal den anderen Frauen und Unternehmerinnen da draußen zu sagen, was denn so passiert ist, wo sie stand, welchen Weg sie gegangen ist. Und ja, denn das Thema Geld ist einfach nicht so das, worüber man so als allererstes spricht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen und zu erzählen. Und ja, Katja, erzähl doch mal. Hallo, liebe Karina, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin einfach, ich habe gerne Ja gesagt, weil ich weiß, wie schwierig das Thema ist und wie viel Mut man manchmal braucht, bevor man den ersten Schritt geht. Ich bin ja selber auch Coach, ich erlebe das ja auch tagtäglich. Insofern finde ich, ist es einfach spannend zu sehen, was jemand zu erzählen hat, der am Ende des Prozesses steht oder vielleicht auch mittendrin, wir werden sehen. Ja, wunderbar. Dann noch ganz kurz für alle, die die Katja vielleicht noch nicht kennen, sag doch noch mal, wer du bist, wo du bist und was du machst. Ja, sehr gern. Ich bin Life-Coach in Wien. Ich coache aber auch genauso über Skype und ich bin in der Lebensberatung unterwegs, also klassisches Life-Coaching für all diejenigen, die irgendwann, ich sag mal, den Aufwachmoment erleben, spüren, dass sie nicht wirklich glücklich sind mit ihrem Leben, wie es gerade läuft und irgendwie das Gefühl haben, es könnte sein, dass sie da ein Leben von anderen leben und das gar nicht ihr eigenes Leben ist. Also klassischerweise irgendwo so Anfang, Mitte 30, wenn man so alle Häkchen auf der Checkliste erledigt hat und dann merkt so, und was jetzt? Und war das überhaupt meins? Die kommen dann zu mir und wir arbeiten dann an den Themen, wer bist du wirklich, Klarheit reinzubekommen, was macht dich denn glücklich, wo soll deine Reise hingehen, was soll dein Leben ausmachen? Wunderbar. Ja, schön. Dann, ich mag gar nicht so viel dir vorgeben oder sagen. Erzähl einfach ganz aus dem Bauch raus, was als erstes kommt und raus muss. Ja, ich glaube, ganz wichtig zu wissen ist, warum ich denn überhaupt zu dir gekommen bin oder was war so der Auslöser? Ich bin ja Life-Coach, wie gesagt, das heißt, ich bin selbstständig tätig, das heißt, wie ich mit meinem Geld umgehe und was Geld mit mir und meinem Leben macht, war einfach ein Thema, dem ich mich nicht mehr entziehen konnte. Also jetzt muss man wissen, ich habe vor der Selbstständigkeit in einem ganz großen Industriebetrieb gearbeitet, hatte dort einen quasi bombensicheren Platz, hatte wirklich gut Geld verdient und war sehr, sehr frei. Also mein jetziger Ehemann und ich, wir haben immer schon viel Reisen unternommen, also Städtereisen. Wir haben beide viel gearbeitet, viel Geld verdient und konnten im Grunde machen, was wir wollten. Also es gab keine Einschränkungen. Bin dann, als mein erster Sohn auf der Welt war, sind wir nach Wien gezogen und ich habe dann quasi die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberaterin und zum Life-Coach gemacht, zum Business-Coach. Und mit Geburt der Kinder, wie es so ist, verliert man natürlich das Gehalt. Ich meine, klar gibt es eine Absicherung, natürlich gibt es Geld vom Staat, aber das ist natürlich weit, weit weniger als das, was ich vorher gewohnt war. Außerdem habe ich mich nie wirklich darum gekümmert. Es war einfach immer da. Es hat mich nicht weiter interessiert. Ich habe weder besonders gespart noch, ich habe auch nie Schulden gemacht, sondern es war einfach immer genug da, was ich gebraucht hatte. Und das war dann auf einmal nicht mehr so. Das heißt, habe mich in einer Situation wiedergefunden, in der ich um Geld bitten musste, meinen Mann zu Dingen, die alltäglich waren, wie bei Aldi oder Hofer einkaufen zu gehen, wie Kleidung einkaufen zu gehen, solche Dinge, wo ich relativ schnell gemerkt habe, oh, so wie ich vorher gelebt habe, das geht nimmer. Und das hat mich sehr belastet.
Das hat mich wirklich belastet, das hat mich sehr beschäftigt, nämlich auch so Situationen zu haben, an der Kasse zu stehen und die Karte geht nicht mehr oder nicht auf Fragen antworten zu können, wie viel Fixkosten wir haben, nicht auf Fragen antworten zu können, wie viel ich für meine Altersvorsorge auf die Seite lege, ob ich das überhaupt mache. All solche Dinge, die so im Freundeskreis auch ganz natürlich besprochen werden, da habe ich gemerkt, oh, da wird es eng, da wird das Eis dünn, da kenne ich mich nicht aus. Und ich habe gemerkt, das macht so einen, also eigentlich bin ich eher wütend geworden, aber ich wusste ja, dass das eigentlich nur so ein Schutz war. Ich wollte einfach weg aus der Situation, ich wollte mich darum nicht kümmern. Ja. Und dann war letztes Jahr ein Moment, wo mein Mann auch eine Krise durchlebt hat und ich einfach gezwungen war zu sagen, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht hinhaut, im Sinne von, ich genug Geld verdiene, auch um der Familie was beizutragen, ich habe mittlerweile 2 Kinder, dann wird es nicht funktionieren. Dann war der Zeitpunkt da zu sagen, jetzt muss ich hinschauen, jetzt muss ich Kontenbewegungen mal checken, jetzt muss ich ein Gefühl dafür kriegen, was da eigentlich los ist, warum mich das Thema so triggert, wieso es mir so wichtig ist, so wahnsinnig wichtig ist, frei zu sein, gleichzeitig nicht zu können. Also all solche Themen. Und dann gab es da so eine Carina, die genau das angeboten hat. Und weil wir uns ja vorher schon kannten und ich wusste, dass es von der Chemie einfach super passt bei dir, habe ich mir gedacht, ja, dann jetzt. Also ich hatte bei dir einfach ein Gefühl von, ich kann drüber sprechen, das sage ich eh zu jedem, der sich einen Coach sucht, such dir jemand, bei dem du offen und ehrlich sein kannst und nicht das Gefühl hast, du kannst bestimmte Dinge nicht sagen. Ja, mega richtig. Ja. Ja, und so sind wir zwei gestartet. Wunderbar. Und dann, ja, wir sind gestartet und das Erste, was ich ja immer mache mit all meinen neuen Kundinnen, die dürfen ihre Geldarchetypen entdecken. Genau. Und das hast auch du gemacht. Das war auch ziemlich, aha. Was waren denn da die, aha? Also ich glaube, erstens mal liebt es jeder, Test zu machen und irgendwie so der Klassiker. Ich war neugierig, es war schnell ein Gefühl von, ui, das erklärt vieles, das gut getan hat im Sinne von, schau, es ist im Grunde, gibt es kein richtig und kein falsch, es gibt verschiedene Typen auf der Welt und das ist nun mal deine bevorzugte Art und Weise, mit dem Thema zu tun. Und alle diese Archetypen haben gute und weniger gute Seiten, aber alle kannst du im Grunde nutzen, wenn du möchtest. Oder man kann so mal hinschauen. Also einfach nur diese Einordnung zu haben und zu erfahren, du bist nicht abnormal, es ist alles gut, wie es ist und es erklärt so vieles. Es war wirklich erleichternd zu hören, dass es eine Erklärung dafür gibt. Ja. Ja, wunderbar. Hatte ich einer von diesen Archetypen mehr überrascht als einen anderen? Als ein anderer? Ups. mich hat überrascht, also der Hauptarchetyp hat mich überhaupt nicht überrascht, weil er einfach zu meinem Typus Mensch sehr gut passt. Was mich aber überrascht hat, waren unten sind diese Beschreibungen zu den einzelnen Archetypen und du hast eine schöne Übung gemacht mit mir, was es mit mir macht, wenn ich diese Worte höre. Oder sie lese. Und da sind wir ja sehr schnell schon an so kleine wunde Punkte in Anführungszeichen von mir gestoßen und sind dort eingestiegen. Also die Reihenfolge, da gab es kein Igitt oder mag ich oder, sondern das habe ich jetzt einfach mal so stehen lassen und habe gewartet, was passiert. Und die Arbeit mit den Worten, die Arbeit mit den Schattenseiten, mit den guten Seiten, da ging es dann plötzlich ganz schnell. Also ich weiß, dass relativ schnell einzelne Puzzlesteine gepurzelt sind und sich auch in meinem Alltag was verändert hat. Ja, ja. Wir haben ja wirklich nicht lange gebraucht dafür. Ja. Und du hast auch relativ am Anfang eine Übung gemacht, wo ich in mein Geld steigen durfte. Ja. Und es war, glaube ich, mein allergrößter Aha-Moment, dass mein Geld nämlich spielen und Spaß haben wollte und tanzen wollte und ich da gar nicht mehr raus wollte aus diesem Gefühl. Das war wirklich, glaube ich, das größte Geschenk, dass ich einfach gelernt habe, dass dieses Thema kein Igitt-Thema sein muss und kein Ich-schaue-nicht-hin-Thema, sondern es kann Spaß machen, es kann mit Leichtigkeit gehen, es
kann Freude machen. Ich habe ein Bild gemalt, ich habe eine Budgettabelle erstellt. Ich meine, da kommt mir der Controller von damals noch zugute, aber es geht alles leicht und das macht Freude und ich muss mich nicht wegducken. Und das haben wir sehr schnell erreicht. Mhm. Wunderbar. Ja. Mal abgesehen davon, dass die Umsätze gestiegen sind. Oh. Chaka. Chaka. So soll es sein. Ja, genau. Und genau, dann sag doch noch mal ganz kurz, du hast ja das Stichwort Leichtigkeit benutzt, eins meiner liebsten Lieblingsworte, ja. Und liebsten Lieblingszuständen überhaupt im Leben, finde ich. Mhm. Und das ist ja prinzipiell auch das, was wir alle damit erreichen wollen. Wir wollen Freiheit, wir wollen Leichtigkeit, wir wollen es, Scheiß von harter Arbeit, ne? Hätte ich auch bleiben können, wo ich war. Ne? Und das denken sich eben ganz viele. Und wenn du noch ganz kurz was dazu sagen kannst, wie es denn jetzt ist heute, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir miteinander gearbeitet haben. Mhm. Wie ist es denn mit der Leichtigkeit? Ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ob es die gibt, sondern das ist das Schöne, sie ist einfach da. Das heißt, es ist für mich völlig natürlich, meinen Kontostand zu checken, Geldbewegungen zu checken. Es ist völlig natürlich für mich, selber zu entscheiden, wie viel ich mit welchem Geld tun möchte oder dann auch die Verantwortung zu übernehmen, für mich einzustehen und zu sagen, okay, also ich weiß noch, am Beginn unserer Arbeit war es ja dann noch nicht so, dass ich so viele Umsätze hatte. Das heißt, es war aber auch ganz klar, was kann ich mit meinem Geld bezahlen und was nicht und dann eben in entscheidend leichter zu meinem Mann zu gehen und zu sagen, schau, das habe ich schon ausgegeben, ich brauche jetzt einfach noch was für dies und das. Und er ist sowieso ein großer Freund von Klarheit, hat einfach gesagt, okay. Also es war gar nicht mehr so dieses Konfliktthema da und dieses warum, wieso und warum hast du nicht drauf geachtet oder so. Das war einfach weg. Ja. Außerdem ist tatsächlich mit Leichtigkeit Geld reingepurzelt. Also es sind, ob jetzt Zahlungen von, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Rückzahlungen von der Krankenkasse, von der Steuer, Urlaubsgeld, an das ich nicht gedacht hatte, also Kleinigkeiten, die ich sonst auch gar nicht wahrgenommen hätte, die waren dann auf einmal alle da. Sie waren einfach da. Und die Kundenanzahl ist gestiegen, somit ist auch der Umsatz gestiegen und auch da ist das Thema Druck weg. Also ich habe nicht mehr so dieses, da ist ein Kunde, der muss kommen, der muss buchen und der muss mindestens dieses Paket buchen, weil sonst geht es sich wieder nicht aus. Ich kann also ganz entspannt so arbeiten, wie ich es mir immer schon gewünscht habe. Das heißt, ich richte mich nach dem Bedürfnis des Kunden. Wir entwickeln gemeinsam, welches Paket passend ist. Und das passt auch und wir sind beide viel zufriedener, als es vorher war. Also das ist ganz natürlich entstanden. Ja. Ach, wunderbar. Großartig. Ja, guck mal, dein Geld will tanzen und zack, tanzt es auch. Tanzt halt einfach. Ja. Also es ist auch so, dass ich jetzt im Alltag öfters drüber nachdenke. Also ich habe diese Archetypen im Kopf. Ich habe die Blätter vor mir. Also ich kann nochmal nachlesen, ich kann nochmal einsteigen und ich kann, das Schöne ist, ich kann erkennen, was ich getan hat. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Also ich habe bei dir die Tools mitbekommen, wie ich selber ein Stück weit weitergehen kann. Ja, das ist auch ein ganz großes Anliegen, was ich einfach habe. Wir wollen ja raus aus der Abhängigkeit. Ne? Also wie kann ich dann auch noch die Menschen von mir abhängig machen? Ne? Ja. Auf gar keinen Fall. Deswegen gebe ich eben diese ganz wichtigen und wie ich auch finde, und vielleicht kannst du es bestätigen, wenn du es auch so empfindest, leichten Tools. Ja. Mit, denn wenn man es einmal verstanden hat, und wie gesagt, wir haben ja wirklich nicht viel, also viele Sessions irgendwie miteinander machen müssen, dann kann man auch weiter damit arbeiten und weiter nutzen und noch, man kommt von ganz alleine tiefer. Mhm. Man kommt von alleine tiefer und was du geschafft hast, ist ein ich suche nach dem richtigen Ausdruck. Das ist so ein Wohlgefühl entstanden zum Thema ich mit meinem Geld, was mich einfach, ich würde sagen, so wohlig, warm
fühlen hat lassen. Also ich bin nach den Gesprächen rausgegangen und ich habe gewusst, okay, wo ich arbeiten muss, damit ich was verändern kann, aber es hat sich immer leicht und wohlig angefühlt. Also es war immer angenehm und es waren manchmal überraschende Übungen, auf die du ja selber nicht kommst, wenn du alleine mit dir irgendwie vor dich hinwerkelst. Insofern, es hat viel Freude gemacht, es hat einfach Spaß gemacht. Weswegen ich heute völlig entspannt und gern drüber sprechen kann. Ja, ja. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Thema auf den Tisch bringen, darüber sprechen, weil ansonsten sabotiert es uns eh unbewusst. Ne? Ja. Also, ja. Da ist es. Genau. Wunderbar. Ja. Katja, ich danke dir gern. Von Herzen und hoffe, dass ja, wir vielleicht auch die eine oder andere Frage schon mal beantworten konnten. Für Frauen, denen es ähnlich geht, ging wie dir. Mhm. Und wir beide bleiben ja sowieso in Kontakt und zusammen. Und super. Prima. Ich sag vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.